Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franziska und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe jetzt die Legung für dich, wenn du den Widder als Sternzeichen, als Aszendent in deinem Mond- oder Venuszeichen hast, dann kann jetzt etwas dabei sein für dich. Kann deswegen, weil es eine allgemeine Legung ist, bitte bedenke das. Diese trifft nun mal nicht auf jeden von euch zu. Ich habe wieder ein großes Blatt Lenormand-Karten ausgelegt mit den Lenormand-Karten von der Angelina Schulze, die Licht- und Schatten-Lenormand-Karten. Hallo, Fokus. Ach, der mag gerade nicht, okay. Und gegen Ende der Legung nehme ich dann natürlich auch noch die Seelenblickkarten dazu von der Doreen Strahl. Da unten liegt der Streit, auch interessant. Könnte eine Bedeutung haben, wir schauen gleich mal genauer rein. So, mein lieber Widder, schauen wir uns mal dein Kartenbild an. Die ganzen Karten findet ihr unten verlinkt in der Infobox. Generell kann ich euch immer empfehlen, in die Infobox zu schauen, denn seit kurzer Zeit schreibe ich euch auch immer noch einen kleinen Text zu der Legung rein. Das bedeutet, da ist manchmal auch noch eine zusätzliche Information. Nicht immer habe ich die gleichen Wörter benutzt oder die gleichen Sachen dargestellt im Video, also es lohnt sich wirklich, da unten reinzuschauen, ja? Und außerdem findet ihr noch ganz viel andere Info. So, meine Lieben, du, mein lieber Widder, bist hier dargestellt in der weiblichen Hauptperson, unabhängig deines Geschlechtes. Dein Gegenüber ist in der männlichen Hauptperson dargestellt, ebenfalls unabhängig des Geschlechtes. Und diese Person kann auch jemand aus deinem Umfeld, aus deinem weiteren Umfeld sein. Das muss nicht immer zwangsläufig der Partner, Wunschpartner oder Lebenspartner sein. Bitte bedenkt das, ja, und spürt genau rein, wer denn diese Person ist. So, du liegst hier im Hause der Entscheidung. Ach ja, und da nochmal sehe ich gerade mit geschlossenen Augen. Deswegen liebe ich dieses Kartendeck so, weil diese Person hier mit den geschlossenen Augen mir zeigt, was du nicht siehst. Obwohl du hier reinschaust, guck mal, ist trotzdem etwas, was du nicht siehst oder noch nicht sehen kannst. Würde ich es lieber formulieren, da das Buch hier im Haus des Buches ist. Im Übrigen, wenn ich schon gerade dabei bin, ich sehe auch, dass der Reiter im eigenen Haus ist. Das passiert bei mir, da ich ja diese Extended-Versionen benutze, relativ selten. Und deswegen hat es nochmal eine andere Aussagekraft. Wir schauen uns das auch gleich an. Die Karte hier unten drunter ist die Energie, die dem Ganzen zugrunde liegt, die mitschwingt. Ja? Und, oh, ein Gegenüber. Noch ein Gegenüber. Okay. Ihr seht's. Ein jüngeres Gegenüber, ja, und die Herrenkarte hat noch eine zweite Bedeutung und diese zweite Bedeutung bedeutet Aktivität und Handeln. Es kann sein, dass es A, Thema Handeln, genau das Thema ist, was im November wichtig ist, dass du in die Handlung kommst, ja. Wir schauen uns das Ganze mal weiter an. So, da ich ja hier schon war, mache ich hier auch weiter. Du hast hier die Augen geschlossen, liegst im Hause des Briefes. Das heißt, Nachrichten sind da, Nachrichten, die du vielleicht nicht mitbekommst. Und diese Nachrichten, da ist irgendwas mit einem Zwiespalt, da ist irgendwas...
Kommunikation, das kann auch sein, dass dich da etwas unter Druck setzt, ja. Und diese Kommunikation, das kann sich hier auf einen Gegenüber natürlich beziehen. Die Person hat hier das Glück als Herausforderung, also wenn ich mir das so anschaue, dann hast du hier keine Ruhe, keinen inneren Frieden, leider demzufolge auch keine Stabilität, ja? Und du verlierst hier eine Tätigkeit, eine Arbeit, was für den einen oder anderen dann natürlich ein Riesenproblem ist, denn die Arbeit gibt uns eben häufig viel Stabilität. Und da ist gerade so bei dir der Frieden gestört. Das kann aber auch etwas anderes sein, dass im häuslichen Umfeld hier einfach Kummer und Sorgen sind, ja. Viel Kummer, viele Sorgen. Sehe ich gerade ganz interessant, dass hier die Füchse sich auch spiegeln und in die gleiche Richtung laufen. Hier steht ein Neubeginn an mit einem Haus oder in einem Haus durch eine Veränderung. Die Mäuse im Haus, das sagt immer ein Verkauf kann hier wichtig sein. Die Mäuse können aber auch dafür stehen, dass in einem Haus, in einer Wohnung etwas repariert werden darf oder auch, wie gesagt, dass hier eine gewisse Stabilität fehlt, ja. Diese Stabilität kann jetzt auch wieder mehrere Gesichtspunkte haben. Das kann eine stabile Partnerschaft betreffen, eine stabile berufliche Thematik. Das kann eine körperlich-physische Stabilität bedeuten. Also bitte seht's weit, wollte ich damit nur sagen. All diese Punkte können hier was bei dir zutreffen. Die können hier zutreffen. Der Fuchs liegt hier im Hause der Veränderung. Und der Fuchs im Hause des Storches, den Storch habe ich hier nicht drinnen liegen, ist immer ein freundlicher Hinweis, seine Pläne, seine Gedanken, seine Umgebung mal auf den Prüfstand zu stellen. Denn ich habe hier auch den Berg und den Klee in dieser Konstellation. Das heißt, das Glück ist eine Herausforderung. Das Glück im Haus des Berges sagt, um glücklich zu sein, braucht es eine Überwindung. Ja, so einen Berg hinter sich zu lassen, ist eine Anstrengung und eine Überwindung und braucht natürlich demzufolge auch etwas Zeit, ja, dass man hier in eine glückliche Phase tritt. Wie gesagt, der Fuchs hier auf dem Platz sagt einfach, es wäre klug, eine Veränderung herbeizuführen. Es wäre klug, seinem Gefühl und seiner Intuition zu vertrauen. Es wäre klug, hier bezüglich der ganzen Unklarheiten und Schwierigkeiten sich Klarheit zu verschaffen. Ich hab gerade so das Gespür, dass du da auch schon Hilfe angeboten bekommen hast von einer Frau. Ja, guck an. Da liegt sie, sehe ich es auch. Aber auch hier ist es mit der Entscheidung schwierig. Also hier war ein Angebot. Ein Angebot war auf jeden Fall da. Und guck mal, der Reiter liegt hier im eigenen Haus. Meine Lieben, wenn du dich bis hierhin jetzt schon wiederfindest, dann guck mal, was du
in der Vergangenheit von jüngeren Personen, das muss jetzt nicht unbedingt ein Mann sein, ja, ich will es nur sagen, das kann eine Person, aber sie war definitiv jünger. Und bei manchen kann das tatsächlich sogar ein Kind gewesen sein oder ein junger Erwachsener. Ja, hört drauf, was sie sagen. Manchmal sind da so viele Botschaften versteckt, die uns einen Hinweis geben oder weiterhelfen sollen. Und das war auf jeden Fall auch eine Nachricht, die ist schon Vergangenheit, die liegt schon hinter dir. Schau, genau das ist mein Empfinden. Hier war eine Nachricht in der Vergangenheit, die hat schon ein Potenzial gehabt für eine Veränderung. Nur ist es bei dir noch nicht angekommen. Ja? So, wenn du jetzt weißt, es ist auch eine ganz liebe Person, eine Person. Ich gebe dir mal noch ein paar Hinweise, die hier gewisse geistige, übersinnliche Fähigkeiten hat, ja. Denn die Engel spiegeln sich drauf und liegen auch noch im Haus der Schlange. Also, das heißt, dass ein paar Schwierigkeiten auch wertvoll sind, ja, weil wenn die Kombination da liegt, dann ist es immer, wie sagt man denn dazu, da gibt es doch, jetzt fällt mir noch dieser Ausdruck wieder nicht ein. Also dieses Schlechte hat quasi auch was Gutes, ja, weil aufgrund von diesen Schwierigkeiten, die vermutlich finanzieller Art sind, kommen dann Prozesse in Gang, die sonst nicht in Gang kommen würden, sage ich mal. Ja? Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Mir fällt jetzt dieser Ausspruch nicht ein. Also das ist auch die Frau, die ich gemeint habe. Das ist die Schlange steht eigentlich für eine Rivalin. Ja? Nur die Frau hier, das ist eine ganz liebevolle Frau. Das ist wirklich auch eine Frau, die hat vielleicht gerade auch so eine schwierige Entscheidung hinter sich mit einem Haus und überlegt sich gerade einen Neuanfang. Und diese Frau zieht jetzt auch gerade Bilanz hier etwas loslassen, wie viel Hilfe und Unterstützung hier noch für ein Kind wichtig ist. Oder, also Kind meine ich jetzt bei mir größer. Also wenn, normalerweise steht die Kinderkarte ja für kleine Kinder bis 6 Jahren. Wenn ich allgemein davon rede, rede ich auch von größeren, älteren Kindern, ja. Also hier sind gerade auch ganz viel, und das ist auch ein Aspekt, der bei dir reinkommt, ja. Auch bei dir sind diese Schwierigkeiten in der häuslichen Thematik zu sehen, wo es gut wäre, eine Veränderung herbeizuführen, sagt der Fuchs, ja. Und da ist auch das Universum absolut bei dir. Und du würdest da auch ganz viel Hilfe und Unterstützung erhalten. Vielleicht tatsächlich auch aus der Familie. Genau, das sagt mir nämlich auch, dass das hier eine jüngere Frau war, ja. Dieses Bilanzziehen, was ich vorhin gesagt habe, über das Thema etwas loszulassen. Also hier geht es darum, auch schwierige Verhältnisse loszulassen, also schwierige Strukturen loszulassen. Etwas, was dir hier Sicherheit zum einen gibt, ja. Aber so dieses Thema Selbstsicherheit ist hier auch ein bisschen Thematik. Und da kommt außerdem auch noch Hilfe und Unterstützung von außen. Ganz viel Hilfe und Unterstützung von außen. Ich habe auch den Eindruck, dass hier eine
eine häusliche Veränderung tatsächlich möglich wäre. Ich sage jetzt absichtlich wäre, ja. So, dann habe ich hier noch den Bär im Haus der Mäuse. Da legt er sich ja selten rein, ne? Der Bär steht für eine einflussreiche Person. Für Größe, Kraft und Stärke. Aber in den Mäusen ist genau das eben nicht vorhanden. Und dieser Wille, der Bär steht auch immer für den eigenen Willen. Der ist sehr durchsetzungsstark. Was eigentlich der Widder ja ist, ne? Also was du ja eigentlich bist, Widder. Aber die Konstellation sagt mir gerade, da ist irgendwas, was dich komplett einschränkt in deinem Willen hier. Und also quasi, du stehst hier selber im Weg. Ja? Und dieses selber im Weg stehen, mein lieber Widder, ist sehr ungewöhnlich für dich, weil du eigentlich ja ein Feuerzeichen bist, auch noch ein Kardinalzeichen, fällt mir gerade ein, und prädestiniert dafür bist, voranzugehen. Ja? Und ich sehe hier allerdings auch so ein paar Aspekte aus deiner Kindheit, die man sich ebenfalls vielleicht noch anschauen sollte, sage ich jetzt wirklich sollte, nicht dürfte, sondern es wäre gut, es wäre gut. Der Fuchs sagt ja, eine Veränderung wäre gut. Aber hier fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen. Was ich hier aber auch sagen kann, mein lieber Widder, solltest du in dieser Veränderung sein, solltest du schon die ersten Entscheidungen getroffen haben, denn du liegst im Hause der Entscheidung. Hier gibt es Entscheidungen zu treffen, Lösungen zu finden, Alternativen zu finden, die mit den Ringen zu tun haben. Das heißt mit Ehe, Partnerschaft, Beziehung, Verträgen, Verbindlichkeiten und Absprachen aller Art. Ja, das kann jetzt gut sein, dass du hier, weil ich habe hier auch, also das Thema Arbeit liegt direkt an dir dran, die Unklarheiten wegen der Arbeit. Gut möglich, dass der ein oder andere tatsächlich jetzt im November den letzten Arbeitstag hat. Kann ich nicht ausschließen, denn ich habe den Verlust der Arbeit hier und da sind auch die Verträge, ja. Das sind ein paar Schwierigkeiten, das sind noch ein paar Themen, die vertraglicherseits hier zur Verhandlung stehen. Gleichwohl kann das auch eine neue Arbeit sein hier. Mit einer Selbstständigkeit oder auch eine Firma. Hier liegen zwei Karten, meine Lieben. Hier liegt der Park und die Fabrik. Eine große Firma, eine große, ja, etwas in der Öffentlichkeit, die würde dir Glück bringen, ja. Es müsste sich hier nur, also entweder ist es eine gewisse Zeitspanne, um die es geht mit dem Berg. Oder es sind ein paar Herausforderungen. So, diese Herausforderungen versuchen wir jetzt mal rauszufinden, wo die liegen. Und ich habe es, glaube ich, schon gefunden. Mit Sicherheit ist hier etwas im Verborgenen, was du noch nicht weißt. Oder aber es geht darum, sich Wissen anzueignen. Ja? Und genau darüber liegt der Fuchs. Und das heißt, hier ist ein. Der Fuchs sagt ja auch immer so, der ist falsch, der ist so ein bisschen listig. Vielleicht drückst du dich da gerade vor etwas. Kann ich nicht ausschließen, ne? Weil hier habe ich
der Erfolg liegen, der hier durch Freunde, durch eine Unterstützung kommt. Das kann auch sein, dass das eine Arbeit ist, in der du unterstützt, ja? Dass das in einem helfenden Beruf zum Beispiel ist, kann ich nicht ausschließen mit der Komponente hier. Und das würde den Erfolg bringen. Das würde hier riesen Erfolg bringen. Wenn du gerade nicht in einem direkt helfenden Beruf bist und irgendwie eine stupide, eintönige Arbeit machst, dann solltest du dir hier mal überlegen, den Blickwinkel zu ändern. Ja, das würde jedenfalls erfolgreich werden. Was ich hier auch liegen habe, ist, dass im Zuhause ein Zwiespalt ist, ja? Das haben wir ja hier auch schon. Die Sorgen, die Kümmernisse, die zu Hause sind, sieht man hier auch. Oder eben mit einem Haus, ja? Oder eben mit dem Thema Familie. Und da kann es auch zwei Aspekte geben, ja. Was ich hier auch gerade sehe, dass es hier zwei Komplikationen und Umwege gibt. Zwei verschiedene Art, sage ich mal, die kann jetzt sein, zum Beispiel, dass es dich betrifft und deinen Partner, oder dass es dich betrifft und ein Kind, oder dass es dich betrifft und eine Frau, ja? Also es ist auf jeden Fall etwas, was dich auch beschäftigt, dass hier was loszulassen ist, dass hier etwas zu klären ist, Bilanz zu ziehen ist. Und die Schlange steht manchmal auch Sorry, ich musste wieder gehen. Da löst sich einiges. Ich bin nicht müde. aber ich merke hier jetzt so eine Schwere, die sich gerade auf mich legt. So eine bleiernde. Ich muss mal gucken, was das für eine Energie ist. Also irgendwas drückt hier. Irgendwas drückt hier und das ist natürlich auch sehr unbefriedigend. Sorgen und Kümmernisse, vielleicht machst du dir aber auch um andere sehr viel Sorgen. Viel mehr als um dich. Das bekomme ich jetzt auch gerade so. Und das drückt dich so sehr. Denn ich habe hier den anderen Fuchs jetzt auch noch mal genau angeschaut und der liegt im Haus der Roten. Das heißt, hier ist ein Leid, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, was dich nicht direkt betrifft. Denn das, was dich betrifft, da ist eher so die Komponente, das nicht zu verändern, ja? Und deswegen hier bist du auch viel im Außen, ne? Also hier das äußere Glück erschaffen ist ein Hindernis. Vielleicht gehst du auch sehr viel nach Äußerlichkeiten, das kann hier auch gut möglich sein. Denn ich sehe hier, dass ein Plan, etwas, ein Vorhaben nicht zustande kommt. Ein
haben eine Zielplanung. Also Zielplanung heißt, wo du hin willst im Leben, findet nicht statt und das auch zusammen mit dem Partner. Ja? Und das wäre aber wichtig, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe hier, lass uns mal hier noch das anschauen. Ja, Nachrichten, die hier nicht ankommen, habe ich auch drinnen liegen, genau. Nachrichten, die haben ein gewisses Erfolgspotenzial. Die haben auch damit zu tun, soll ich nur sagen, etwas erfolgreich zu machen. Und auch hier möchte ich wieder sagen, das kann etwas sein, was dich betrifft, das kann aber auch wieder etwas im Umfeld sein, weil ich dieses Umfeld gerade mehr wahrnehme als dich. Diese Reflexion mit dir, die du für dich mit deinen Zielen und Wünschen für dich haben solltest, sehe ich schlichtweg nicht. Und das ist hier die Veränderung, die Karten sagen, es wäre wichtig, hier in die Veränderung zu gehen und sich mal die eigenen Blockaden anzuschauen, damit man hier wieder glücklich wird. Oder die eigenen Herausforderungen anzuschauen, ja? Denn das kommt mir so vor, als wenn du, wie gesagt, du bist hier nicht im Ausgleich, ja? Ich wollte jetzt sagen, du balancierst alles so aus und hältst alles am Laufen. Wenn das so ist, dann auch nur sehr oberflächlich, ja? Denn in Wirklichkeit ist hier etwas, bist du nicht glücklich und das ist, zeigt mir eindeutig hier das Thema an. Für den einen oder anderen kann es auch darum gehen, dass ein Plan mit einer Reise nicht zustande kommt. Ja, ein Urlaubsplan wird hier abgesagt. Und genauso habe ich hier die Lebensplanung. Ja, dass da ebenso, aber das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, dass hier keine Zielplanung, keine Lebensplanung gemacht wird, aufgrund der Unklarheiten und Schwierigkeiten. Und da sagt die Hand, hier geht es darum, sich das Ganze anzuschauen. So, und weil es mir gerade auffällt, die Hand hat ja auch noch eine Zahl hinter sich liegen, die 1 bis 5. Und da ist nochmal die Verdopplung nebendran mit den Engelsflügeln. Das heißt, hier gibt es ganz viele Sachen anzuschauen innerhalb der Familie, innerhalb der eigenen Vitalität, der eigenen Stabilität, die hier für... Ich kann auch nicht ausschließen, dass hier so eine gewisse Neidenergie da ist, die so ein bisschen das Herz vergiftet, ja. Das bestimmt nicht bei jedem und bestimmt auch nicht ganz offensichtlich, aber hier ist etwas an Neidenergie da. Kann ich nicht ausschließen, ja? So, dann machen wir weiter. Hier haben wir die Entscheidungen bezüglich des Hauses, die hier mit Verträgen zu tun haben. Verträge, die ins Haus kommen, die mit dem Thema Stabilität zu tun haben. Du prüfst hier das Ganze, ja. Jedoch, wie gesagt, Fuchs im Haus Storch sagt immer, es wäre gut, eine Veränderung herbeizuführen. Vielleicht sagt der Fuchs, hey, prüf mal deine Mietverträge, deine Hausverträge,
deine Themen, die mit dem Haus, mit der Familie, mit deinem privaten Umfeld zu tun haben. Ja, das ist die Klarheit, die hier ins Haus kommen sollte. Erkenntnisse, Erwartungen können das auch sein. Und dann geht es darum, hier hast du die richtigen Erwartungen, denn hier ist ja das Geheimnis. Hast du die richtigen Erwartungen an ein Haus, an eine Familie, an das Thema Stabilität und Sicherheit? Oder kannst du hier eine Veränderung herbeiführen, ja, die zu deinen Gunsten ist? Das Gegenüber schaut ja auch in die Arbeit und dass sich hier was klärt, aber da fehlt auch so ein bisschen, nochmal, es fehlt so ein bisschen die Kraft, die Power, das Durchhaltevermögen für die eigenen Ziele und Wünsche. Und das finde ich sehr ungewöhnlich für dich, mein Lieber, wieder. Mag aber auch seinen Grund haben, ja? Denn ich habe hier ganz viele Angebote und Chancen, ganz viel Kommunikation, ganz viel Nachrichten, die aus dem Unterbewussten kommen, sage ich jetzt mal. Und hier auf der Stabilitätsebene, auf der Ebene, die dein Leben bedeutet, also in deinem Leben für gewisse Konflikte sorgt, ja? Der Mond hier ist schon eine Karte, die sagt, dass es wichtig wäre, sich Gedanken zu machen über die Reise, das Leben an sich, wo dein Leben hingehen soll, ja. Angebote und Chancen nutzen, auch Kommunikation genau hinhören, bekomme ich jetzt noch so rein. Dieses genaue Hinhören ist ebenfalls wichtig und dann nicht nur hinhören, sondern umsetzen, weil wir haben ja hier die Handlung da. Ja? So. Jetzt hätte ich ganz gern eine Karte für den Berg. Eine Chance versteckt sich dahinter. Schau mal an. Habe es mir doch fast gedacht. Und da kommt der Neubeginn raus. Ohne dass ich jetzt, ja, guck. Das ist schön. Ihr Lieben, das ist schön. Wir hatten es doch gerade auch von dem Thema Arbeit. Und hier kommt der Neubeginn, der erfolgreich wird in einer Arbeit. Ja? Beziehungsweise kann das auch mit dem Anker immer sein, dass es da, es gilt daran zu arbeiten. Also wieder das Thema, du sollst dich ruhig trauen. Lieber wieder trau dich ruhig, okay? Du hast hier Glück und das Kleeblatt im Haus des Berges ist keine schlechte Karte, ja? Es ist lediglich dieses ins Tun kommen, in die Handlung kommen und die Chance auch nutzen. Okay? Ich hätte jetzt für den Mond gerne noch eine Karte. Offizielles. Amt, Bank, Versicherung, Telefongesellschaft, also irgendwas Offizielles drückt dich hier ein bisschen. Ja? Vielleicht auch, weil du dir da ein bisschen unsicher bist, wie es funktioniert. Weil das Buch hier liegt, ich will natürlich jetzt auch für das Buch noch eine Karte und ja, guck, irgendwas, wo du dir nicht sicher bist, habe ich doch gesagt, und wo du hier vielleicht auch so ein bisschen Gedankenkarussell hast, der Irrglaube, Selbstbetrug, die Wahrheit nicht annehmen können. Und dann kommt der aktivierte Geldfluss, unverhofftes Geld, wertvolles Geschenk.
und Trauer. Das hat alles mit dem Thema Wert und Geld zu tun. Ja, und jetzt möchte ich eine Karte, genau, es geht um den Reichtum. Ja, das sagt mir jetzt auch, und das spiegelt sich aufs Geld, dass du viel mehr an Reichtum hast, immateriell, also emotionaler Reichtum, der ist in dir und der möchte nach außen kommen, ja. Darf sich hier trauen, in eine Verhandlung zu gehen. Du darfst dich hier trauen, in eine neue Verbindung zu gehen. Ich möchte für die Schlange hier noch eine Karte, bitte. Schau, habe ich es nicht gesagt, das ist eine wohlwollende Frau. Freundin, Anwältin, Ärztin, Förderin, Mutter, Schwiegermutter, kann jede andere Frau auch sein, ja? Kann auch eine Nichte sein, eine Cousine, eine Nachbarin. Okay, jemand, der es wirklich gut mit dir meint. Und die Karte wollte ich jetzt für den Park und die. Schaut mal, was da rauskommt. Geburt und Geduld. Finde ich ganz interessant. Die Kombination kommt gerade sehr häufig raus, mein lieber Widder. Und ich habe fast den Eindruck, diese sind Energien da, die hier auf alle positivst einwirken. Ja, ich habe fast den Eindruck, mit dieser Geburt kann es natürlich um eine Geburt gehen. Ja, aber das steht auch metaphorisch angezeigt. Und ich habe den Eindruck, dass es hier nur eine Frage der Zeit ist, bis du jetzt aufstehst und für dich losgehst, ja. Und diese ganzen Themen, was so im Außen ist, wenn es wirklich nicht direkt mit dir zu tun hat, heißt, dass es deine Arbeit angeht, dass es die Sicherung deines Lebensunterhaltes angeht. Also es hat direkt mit dir zu tun und alles andere lässt du weg, ja. Du wirst dich nicht mehr um andere Leute, ich wollte jetzt schon ein böses Wort sagen, mit Sch. Du wirst dich nicht mehr von anderen Leuten beeinflussen lassen. Du wirst negative Menschen erkennen. Du wirst sie freundlich, aber bestimmt aussortieren. Und auch toxische Personen. Ich habe auch den Eindruck, dass der ein oder andere von euch auch toxische Personen im Umfeld hat, die ihr ja erkennen werdet und dann auch den Mut haben werdet, aus der Geschichte, aus der Nummer rauszugehen. Und dieses Rausgehen, ihr Lieben, ich weiß, dass das wirklich manchmal nicht einfach ist, aber das ist genau das, was hier angezeigt ist, okay? Damit ihr das versteht, dass euer Glück hier eine Herausforderung ist und vielleicht auch ein bisschen dauern kann, ja, aber eine Riesenchance dahinter steht. Es sagt keiner, dass hier irgendwas, eine Veränderung von heute auf morgen einleiten sollt. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, aber es ist wichtig anzufangen. Und da versteckt sich diese riesengroße Chance hier auf dein eigenes Glück. So, eine Karte hätte ich jetzt ganz gerne noch für die Fische. Und da kommt die Liebe. Oh, sehr schön. Partnerschaft, Flirt, Beziehung. Da kann Ah, okay, die Fische stehen ja eigentlich für das Thema Geld, ja? Bei mir hauptsächlich für das Geld. Hier die Liebe zum Geld kann hier ein Hinderungsgrund sein. Den nächsten Schritt zu machen. Es kann hier aber auch um die Liebe zu einem Bruder oder einer jüngeren Person gehen. Auch gut möglich. Und
Hier kann es natürlich auch um eine Bank gehen, mit der du hier gut connecten kannst. Und ich habe aber eher den Eindruck, dass das wirklich etwas ist, was sich auf die Personenkarte der Fische bezieht. Und die Fische stehen auch noch für die seelische Thematik, ja? Und ich habe den Eindruck, dass hier auf Seelenebene, wie soll ich denn sagen, Ordnung gemacht wird, Platz gemacht wird, aufgeräumt wird. Wir haben hier das Aufräumen da liegen, Ordnung machen im Leben. Ordnung machen im Leben ist ein ganz großer Punkt hier bei dir, lieber Widder. Ich glaube, so nenne ich die Überschrift. Ordnung machen im Leben. Ja, ich glaube, so nenne ich die Überschrift. Meine Lieben, ich danke dir oder euch, dass du da warst. Und natürlich schauen wir uns die hier nochmal an. Der Herbst liegt hier unten. Der Herbst sagt genau das aus, was ich schon die ganze Zeit eigentlich sage. Langsames Beenden. Schau mal, da kommt es nochmal. Langsames Beenden. Wie zur Bestätigung, wo ich vorhin gesagt habe, es muss nichts übers Knie gebrochen werden, aber so. Ein Stück nach dem anderen, ja. Es altert, Vergangenes ist vorbei. Ist nochmal die Bestätigung, die hier auf die Geburt anzeigt. Also, wie gesagt, es kann tatsächlich um die Geburt eines Kindes gehen. Ich habe hier aber wirklich den Eindruck, dass es um die Geburt deiner eigenen Kraft geht. Der Neubeginn deiner eigenen Kraft. Deiner Sicherheit, deines Durchsetzungsvermögens und zwar nicht im Außen, sondern für dich. Okay? Mein lieber Widder, ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, einen lieben Kommentar und falls du mir ein Abo da lässt, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste. Mach's gut. Tschüss.